Servus, liebe Kleeblatt-Fans. Die Woche hat aus unserer Sicht leider nicht mit einer so erfreulichen Nachricht begonnen. Stefan Fürstner, viele, viele Jahre bei uns in der Mannschaft, hat dem Verein mitgeteilt, dass er das Kleeblatt am Saisonende verlassen wird. Stefan, wir haben dich jetzt hier. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu den Beweggründen erklären. Ja, heute ist es öffentlich, dass ich den Verein zum Saisonende dann verlassen werde, um ja eine neue Herausforderung in Berlin anzugehen. Eine neue Herausforderung, was bedeutet das für dich? Was sind so die Gründe, warum du gesagt hast, okay, ich brauche mal was Neues wieder? Ja, jetzt bin ich 6 Jahre hier, habe, denke ich, alles erlebt. Von Auf-, Abstieg, Relegation, also es war alles dabei und ja, für mich habe ich jetzt entschlossen, ich brauche neuen Wind und eine neue Herausforderung und das wird mir in Berlin geboten. Ja, und freue mich natürlich auch auf die Aufgabe. Es klingt ja schon so ein bisschen raus, ein Schritt, der dir schon auch schwerfällt, oder? Ja, nach so langer Zeit mit den ganzen Emotionen, die hier auch gelebt werden, war es wirklich die schwerste Entscheidung in meinem Leben. Der Verein hat es mir auch schwer gemacht, weil sie es einfach mir nicht leicht gemacht haben in der Hinsicht, dass sie alles gegeben haben, um mich zu halten. Aber es lag am Ende vielmehr an mir. Das Angebot war sehr, sehr fair, aber wie gesagt, die neue Herausforderung, die stand für mich im Vordergrund. Jetzt hast du in den 6 Jahren ja dann doch den einen oder anderen kennengelernt. Ich glaube, das ist jetzt auch so ein Moment, wo man manchen Menschen Danke sagen möchte, beziehungsweise wo man sich an manches auch wieder zurückerinnert, wo man ein bisschen wehmütig wird. Ja, zunächst einmal möchte ich mich natürlich beim Verein für die ganzen Möglichkeiten und Bedingungen bedanken. Ich denke, mir wurde es hier sehr, sehr einfach gemacht, auf Fuß zu fassen. Bei den Fans, mit denen wir natürlich auch durch gute wie auch durch schlechte Zeiten gegangen sind. Es sind sehr, sehr viele positive Eindrücke, die ich mitnehme. Und dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Zeit zum Servus sagen ist es noch nicht. Wir haben ja noch ein paar Spiele vor der Brust und da können wir natürlich auch einen Stefan Fürsten in Topform absolut gebrauchen. Ja, das war jetzt meine Personalie, aber wir haben natürlich auch noch verbleibende Spiele. Und da ist es auch, jeder, der mich kennt, mein Ziel natürlich auch mit der Mannschaft, so schnell wie möglich den Klassenerhalt klar zu machen, um einfach auch wieder durchatmen zu können und dann auch den Kopf frei für eine neue Aufgabe zu haben. Dann möchten wir dir, Stefan, an dieser Stelle auch Danke sagen. Ist ja nicht nur so, dass du vom Verein profitiert hast, der Verein hat in den letzten 6 Jahren auch von dir profitiert. Dafür an dieser Stelle recht herzlichen Dank. Für die Zukunft schon mal alles Gute, aber die nahe Zukunft, die liegt ja erstmal noch in Fürth. Und da können wir uns dann auf deine Spiele auch oder auf deinen Einsatz absolut verlassen. Das heute der Kleeblatt-Tag mal mit nicht so guten Neuigkeiten, aber vielleicht haben wir euch trotzdem so ein bisschen einen Einblick geben können und wünschen euch dennoch jetzt einen angenehmen Nachmittag, einen angenehmen Abend.